der letzten Episode. Hast du als Kind jemals längere Zeit radioaktiver Strahlung ausgesetzt? Ja, Captain Picard. Die habe ich bestimmt schon gelesen. Ja, da brauche ich jetzt nicht nochmal ran. Ja, okay. Darf ich bitte mal durch? Captain. Und so geht's weiter. Ja, damit herzlich willkommen bei Fallout 4 in der Episode 101. Ja, aber echt, hey. Die Kerzen sind wirklich hell. Hatten wir nicht irgendwie... Sind wir fertig, echt? Okay, in der letzten Folge haben wir uns hier um die Bruderschaftsmission gekümmert, aber irgendwie, gibt es keine Nachfolgemission. Na gut. Es gibt Schlimmeres. Wie kommen wir hier raus? Da nicht. Hier. Junge, hast du ein Problem? Inzwischen ist Ihnen sicherlich klar, dass unser Erscheinen im Commonwealth kein Zufall war. Wir sind hier, weil Paladin Dances Erkundungsteam eine einzigartige Energie... Laut unseren Gelehrten ist diese Signatur ein Anzeichen. In dem Moment, in dem wir diese Information erhielten, war unsere Mission klar. Das Institut und alle, die mit der Erschaffung der Synths... Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir allerdings das Hauptquartier des Instituts finden. Ich habe unsere Gelehrten des Commonwealth sorgfältig ab... Das hatten wir doch schon. Gelehrte haben keine Ahnung. Unsere Gelehrten sind trotz all unserer Technologie nicht in der Lage, eine ganze Kolonie voller Leute zu finden? Das Institut hält sich bereits seit einigen Jahren versteckt. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir sie finden. Ich will, dass sie da rausgehen und zu unseren Augen und Ohren werden. Sie schienen bereits vor unserem Treffen daran interessiert, wenn sie einen Weg hin. Irgendwelche Fragen? Keine. Ja, das hatten wir alles schon. Ältester. Gut, dann wegtreten. Gut, wenn das alles ist. Immer noch. Aussieht, solltest du ihm zur Sicherheit noch eine Kugel in den Kopf verpassen. Warum ein Risiko eingehen? Ja, okay. Wer immer das auch ist. Ich würde gerne nochmal hier rüber nach Somerville Place. Mal gucken, ob die freundlich gesinnt sind. Wahrscheinlich nicht. Diamond City? Die Stadt ist riesig. Warum höre ich ständig Leute reden, aber sehe keinen? Mein Rücken tut weh. Meine Füße tun weh. Alles tut weh. Bitte was? Hi. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Ich wusste, du würdest uns helfen. Wenn du arbeitest, kannst du essen. So einfach ist das. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Ja, okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber nur irgendwas. So, was haben wir denn sonst noch Schönes hier? Ich habe übrigens mal den Tipp bekommen, im Vault 88 mehr Dinge zu zerlegen. Da könnte was dahinter sein. Und das machen wir jetzt auch mal. Der Tipp ist auch schon extrem lang her. Vielen Dank. Jetzt muss ich nur finden. Da ist er. Sind wir drin? Anscheinend sind wir drin. Okay. Tatsächlich. Ne, das ist das Tor, genau. Gut. Das ist ja nur das generelle Aufräumen hier. Ah, du hast ja gleich mitgenommen, na gut. Toll, ausgerechnet die Lampe nicht, die mir viel zu hell ist. Was können wir denn hier noch auseinandernehmen? Die ganzen Schränke, okay. Das lassen wir vielleicht, ja, wir lassen die mal. Warum nicht? Das Regal. Nimmst du mit den Kartons? Ja, einen lässt du übrig. Okay. Na, die werden es ja wohl kaum sein. Da hast du alle Kartons genommen. Okay. Ne, das sieht nicht so aus, als könnte mal dahinter was sein. Huch. Was ist das denn? Ja, kannst du nicht auseinandernehmen. Okay. Ich wollte es versuchen, aber es geht nicht. Ja. Dann räumen wir mal den Vault auf. Was haben wir denn hier alles Schönes? Also das hast du einfach nur nach unten getan. Wir kriegen auf jeden Fall eine Menge... Wir brauchen mehr Betten und mehr Schutz. Echt, der Schutz ist wahrscheinlich hier besonders wichtig. Was war das? Achso, nee, den Boden kann man ruhig lassen. Na, da. Lass mich mal durch. Was ist das denn? Ja? Wir haben keine Betten. Das Schöne ist, hier kann man die Betten einfach so hinschmeißen. Das kann man nur verwerten, okay. Ja, dann Betten. Was haben wir hier für schöne Betten?
Reicht euch das als Bett oder wollt ihr hier? Oh, guck mal. Mm. Ja, warum nicht? Das Material ist ausgegangen. Ja. Gut. Ein Bett mehr als benötigt. Das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. So. Und ihr braucht ja mehr Schutz. Also ist wahrscheinlich das Beste. Nee, wie war das mit dem Mausrad drehen? Wir beschützen hier die Betten. So. Gut. Das ist doch mal gut. Da kann man auch auf jeden Fall schlafen. Das ist bestimmt nicht störend. Ja, weder Wasser noch Essen, aber wir brauchen das schon. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier noch auseinandernehmen können. Das bleibt mir natürlich intakt. Wir müssen da ja wieder rein. Aber hier hinten. Ah, guck mal. Ja, vielleicht kann man den Schrott wegnehmen. Ne, den kann man nicht wegnehmen. Okay. Ah, was ist hier? Ja, das ist aber auch nicht das. Okay. Du kannst nur den ganzen Zug wegnehmen, nicht die einzelnen Container. Schade. Ich dachte, da geht was, aber dem ist dann leider nicht so. Also, warte mal. Hier drin kann man ein bisschen Licht machen. So, besser. Ja, das wird sicherlich nicht mehr gebraucht. Ist versorgt auch nicht mit Wasser. So, hier kommen auf jeden Fall keine Züge mehr an. Achso, da geht es auch gar nicht weiter. Kannst du den Turm wegnehmen? Gibt zwei Stahl. Aha. Ja, komm, das... Achso, nee, warte mal. Ja, weg damit. Der Vorteil ist ja, man kommt dann schneller runter. Toll. Die lässt als einziges übrig, echt. Hier das Geländer kannst du nicht wegnehmen. Aber da unten kommst du ran. Gut. Sehr vorbildlich. So wünscht man sich das. Ah ja, gut, okay. Die Schaufeln lassen wir mal so stehen. So. Ja, da müssen wir wahrscheinlich irgendwie rauf können. Schätze ich mal, oder? Das ist irgendwie eine Bedeutung. Steine, echt? Kriegst du Beton raus? Ah, das ist ja super. Dann bauen wir hier ein bisschen Kalkstein ab. Wer weiß, ob wir den brauchen. Huch. Ah ja, okay. Ja, das ist nur so eine Einheit, die hier halt steht. Und oben? Ah ja, okay, alles klar. Ich würde sagen, dann lassen wir das mal so. Das ist ja auch ganz hübsch. Die Ada hatte übrigens keinen Bock, hier runter zu kommen, anscheinend. Toiletten. Und sagt Zement. Da kriegt man raus. Sagt Zement. Alles weg, komm. Machen den Ort nicht sauber. Aber ich sehe hier jetzt spontan nichts. Mal gut. Wir werden das noch rausfinden. Auf jeden Fall 153 Energie haben wir hier. Das sehe ich jetzt erst. Gut. Naja, dann haben wir zumindest keine Probleme mehr mit Beton. Kalksteinwand, bitte was? Rennen! Ja, rennen! Wie, du bist da? Aber... Oh, das ist ja der...
Ja. Gib mir mal eine Einser. Ich brauche ein bisschen Nachschub. Ist der andere auch ausgeschaltet? Warum sind die Töne so verschieden heute? Ja, okay. Irgendwas stimmt mit den Tönen nicht. 308er Hunting Rifle of the Moon und Slayer verursacht 50% mehr Schaden gegen Supermutanten. Spielzeug außerirdischer. War es das jetzt? Naja. Vielleicht kann man die in Zukunft einfach auch auseinandernehmen. Nein, das waren sie nicht. Hallo. Ah, da. Hat sie wieder vergraben, echt. Oh, da flieht die Ader auch. Ah ja, schön. Woran bleibst du jetzt eigentlich stehen? Ja, okay. Hallo. Nehmen wir lieber eine. Oh. Also viel Schaden machen die aber nicht. Ja, das ist verwirrend. Hast du jetzt genommen? Hast du nicht genommen? Der hat nur Fleisch, echt. Und dann noch mehr. Ist ja richtige Grube hier. Ja, das sind ja einige Pilze, also bitte. Ja, das mit der Ader und dem ganzen Getöne hier, das müssen wir vielleicht irgendwann mal korrigieren. Mit einem Neustart natürlich. Hoch. Aber hier waren wir bestimmt schon, oder? So ein Durchgang. Ja, anscheinend schon. Okay, ich muss das mal neu speichern, weil das ist ja total verwirrend. Hä? Was ist hier los? Ich muss mal was testen. Ja, da. Jetzt habe ich da die Integrität der Files überprüft, deswegen ist alles auf grün. Aber Ada ist immer noch vertauscht. Es gibt keine Möglichkeit, das Audio zu vertauschen. Gut. Vielleicht ergibt sich das bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt erstmal wieder raus. Vielleicht ist es für euch auch nicht so schlimm. Okay, ich will nichts dazu hören. Ja, vielleicht einfach mal die Kopfhörer richtig rum aufsetzen. Das löst da schon mal schnell die Probleme. Na gut. Dann haben wir es jetzt halt in Eisblau. So ein Mist. Es fiel mir gerade ein. Die einzige Möglichkeit wäre, dass ich mir einfach jetzt meinen Kopfhörer tauschen. Dann habe ich gerade überlegt, ja, okay. Vielleicht sind die sowieso verkehrt rum. Guck mal, ich kann hier noch mehr. Ein Uranfass. Ah ja, dann können wir die alle auseinandernehmen. Das ist ja super. Dann kriegen wir hier Nukleares. Kannst du das auch nehmen? Halt. Dann reduziert sich das Rad. Ja, sinkt schon. Ist aber immer noch hoch. Irgendwo gibt es noch. Ist das auch Rad? Was ist das? Also eine Holzkiste. Nee, die lassen wir mal.
So. Barrikade. Hi. Mach hier mal wieder Licht. Das ist ja interessant. Eine provisorische Batterie. Was hast du gerade da angekickt? Das weiß ich selber nicht. Ach du Schande. Ja, okay. Ja, machen wir mal. Okay, das passt erstmal. So ewig will ich eigentlich gar nicht hier bleiben. Wie bitte was? Commonwealth. Na, da bin ich ja mal gespannt, wo es da rausgeht. Hm? Ach, echt? Ich bin ja anscheinend auch allein. Wir gehen mal. Halt. Scroll mal die Karte. Warum kann ich die Karte nicht? Hallo? Warum kann ich die Karte nicht? Ziehen. Ich kann sie nicht mal interagieren. Wahrscheinlich, weil wir in einem Art Kampf sind, oder was? Ja, okay. Jetzt müsste es gehen, okay. Nee? Schön. Toll. Der andere ist da reingerannt. Da hinten blinkt auch noch einer. Links. Ja, das wird so nichts. Kritischer Schlag. Ah, da ist der andere. Ja. Ich brauche auch sowas. Mhm. Jetzt habe ich die Knochen mitgenommen, weiß ich nicht. Ja, 43% Chance ist für mich etwas höher. Sanctuary, echt? Gut, hätte noch den runter. Ja, du hast den Arm schon runter, das ist ja super, dann nehme ich den anderen. Ich finde übrigens die Musik extrem laut. Anscheinend wurden die Audioeinstellungen auch Kaufhaus-Fallens zurückgestellt. So, wir machen das lieber so. Du hörst ja nichts. Dabei sind hier noch tonnenweise andere. Huch. Ach du Schande, was? Schrottbot. Halt, weil ich wollte da rein. Kann ich jetzt mal... Warum kann ich die Karte nicht ziehen? Ich kann das nicht mal bedienen, bitte was? Jetzt? Ich kann das im Sitzen nicht bedienen, echt? Interessant. Das war auch schon mal anders. So, wo geht's hier jetzt weiter? Jeder Schuss muss sitzen. Na, eigentlich nicht. Ich hab genug. Weglaufen sollen.
Jake Finch doch nicht. Die sind auch hier, echt? Viel Rot hier. Vergiss es. So sieht Gerechtigkeit im Commonwealth aus. Nein, das war die falsche Taste. Nee, ich wollte euch reparieren. Gib es mich mal. So. Wir sehen auch, es geht wieder so nicht. Ein Hund liegt hier. Hey, Cotsworth. Ah ja, da drüben, der ist auch noch kaputt. Nee, ist er nicht. Er hat das auch. Also, Ada. Hey. Ja. Schöner Nebel hier. Noch mitschleppen. Junge, als Maul. Nee, das ist Rüstung. Das war tatsächlich da oben schon richtig. Wir haben What's Enhancing, genau. Wir sind ja auf dieser Pistol of the Resolute. Nee, eigentlich wollte ich das umändern, genau. Weniger Watts-Punkte anstatt halt, weil das mit der letzten Kugel, das ist jetzt nicht wirklich hilfreich, sag ich mal. Die 308er werde ich garantiert nicht verwenden. Das ist mir zu wenig Schaden pro Sekunde. Selbst wenn du die hochrüstest, wir haben hier schon ein paar. Da kommst du ja nicht wirklich so extrem weit hoch. Deswegen bleibt die auch hier. Aber die 10 mm müsste man. Ich weiß gar nicht, 7.62. Wir haben überhaupt keine Munition dafür. Noch nicht einmal gefunden. Also deswegen bleibt die halt auch erstmal drin. Keine Ahnung, ob sich das mal bessert. Das heißt aber, wir müssen die 10 mm. Nein. Die Enhancing entsprechend verbessern. Wir gehen eigentlich einfach gehärteter panzerbrechender Verschluss. 25 Schaden, 30 Schaden, okay. Mächtiger Automatikverschluss. Ja, dann machen wir das. Dann bohren wir die mal auf. Verlängerter, leichter, perforierter Lauf, verbesserte Präzision aus der Hüfte, verbesserte Rückstoßdämpfung. Gut. Standardgriff, Scharfschützengriff. Ja, mit den Fingermulden. So, Standardmagazin, nämlich das größte. Das ist ja auch klar. Nicht zu lange rummachen. Ein Zielfernrohr. Reflexvisier wäre mir eigentlich am liebsten. Markiert Ziele. Erhöhte Vergrößerung. Überlegen. Ja, das sind mit der 10 mm natürlich genau das Richtige. Nee. Das haben wir auf der anderen drauf. Kompensator, Mündungsbremse, Schalldämpfer. Ja, genau. Genau, dann ist die jetzt mal aufgerüstet und dann wird die auch entsprechend favorisiert. Und zwar, genau, die muss auf die 2. Und was ich auch noch machen muss, wo ich gerade dabei bin, die auch favorisieren. Die hatten wir auf der 7. Die Drinks. Dann landet die Resolut hier drin. Genau. Perfekt. So, hier ist immer noch neblig. Ja, ich denke mal, hier ist gut bewacht. Die Modelle liegen hier unten nicht. Oh, guck mal, Modelle. Schön, dass hier noch so viele liegen. Ist ja der Hammer. Das hat nichts gebracht. Das ist echt krass. Ah ja, hier liegt auch noch einer. Nee. Nee, das war's nicht. Nee, das ist auch nicht. Nee, X ist überhaupt keine Ahnung. Hi, Curie. So, wo waren die Modelle wieder drin? Hier nicht. Ja, und die Mods müsste man auch noch einlagern. Boah, das wird immer schlimmer mit dem Nebel. Habe ich das Gefühl.
Das spart nochmal fleißig Gewicht. Dann kommt die Granate auch noch rein. Die klassische Fragmentierungsgranate. Der Kano ist das große Graben. Welchen Tag haben wir heute? 27.02. Das reicht noch nicht. Geh zur Stadtbibliothek Boston. Supermutanten, wieder mal. Wir waren noch nicht im Trinity Plaza, echt? Weil das so umrahmt ist. Wir gehen mal ins Revier, ins Achte, wohlgemerkt. Naja, gucken wir, was da oben ist. Willst du nicht nachladen mit Tee? Halt, das Radaway nehmen wir mit. Ja, komm, da geben die Dose auch gerade mit. Ja. Aua. Aua. Siehst du kaum, wie wir die angeknabbert haben. Ja, okay. Guck mal, ein Globus. Was war das? Na, nee, das ist jetzt nicht so interessant. So, wir speichern hier auf jeden Fall mal. Weil klassischerweise, das ist die Bibliothek, gibt das überfällige Buch, haben wir das überhaupt dabei? Überfälliges Buch oder so. Ich habe es wahrscheinlich gar nicht dabei. Mal gucken, wo der Eingang ist. Hier scheint nicht zu sein. Okay, das ist nicht... Es ist zwar eigentlich schon der Eingang. Ist das dann der Trinity Plaza? Warte mal. Schauen uns das mal an. Eigentlich ist Plaza ja der Platz. Also jetzt, wo wir hier sind, wahrscheinlich. Trinity Plaza. Trinity Church. Nee, nee, wir machen das jetzt erstmal mit der Bibliothek. Soll das Washington sein? Hm, weiß ich gar nicht. Kenne mich da nicht so gut aus. Naja, da fliegen Maschinen. Ja, aber da. Ich will da eigentlich nicht unbedingt eingreifen. Naja, da geht es anscheinend rein. Copley Station? Okay. Interesting. Hier sind auf jeden Fall Supermutanten. Wie wir da hinten schon haben. Nee, sind wir nicht. Gucken, ob man erstmal sich mit dem Schalldämpfer hier reinschleicht. Was hat er hier gemacht? Danke. Der Anzug brauche ich jetzt nicht. Ah. Hast du ihn erledigt, echt? Ich dachte, er geht hoch. Deswegen habe ich mich so ganz königlich... nee, danke. Versteckt.
schon, ja. Nee. Gut. Da hinten ist einer. Geil. Jetzt nicht mehr, werden nicht mehr angezeigt. Ah, da drüben ist einer. Bim Beast. Na, warte mal, gib mir mal. Nice. Halt. Naja. Kommen Sie mit dem Hund zurecht? Lockpicks. Ist hier noch was drin? Nein. Heavy Gauntlets, echt Handschuhe. So Handschuhe in Anführungsstrichen. Deathclaw Meat. Wo war der andere? Das war der One-Shot-Kill hier. War aber auch ein normaler Supermutant. Das ist natürlich inzwischen klar. Okay, mal in den Zug schauen. Das ist nur ein Poster, okay. Fashionable Glasses. Halt. Das sind viele Koffer. Vorkriegsgeld, relativ viel. Naja, das lassen wir mal drin. Ist auch neblig. Dass die Leute alles mitnehmen. Pinnst du was? Ist da was? Nö. So, die Ader mal wieder aus dem Zug schieben. Eine Lunchbox. Was war da drin? Nichts. Geht's wieder raus. Okay. Geht's da echt rein? Verbessert es. Na, Mist. Oh nein, nur noch 77. Was ist das? Ach, da hängen Granaten, okay. Hat das jemand gehört? Wahrscheinlich nicht. Ich will gerade mal schauen, ob ich die auch runterschießen kann, nur interessenshalber. Und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Gut, sollte auf eine andere Waffe gehen. Und speichern. Ja, das stimmt doch gar nicht, gell? Nur so Bescheid weißt. Hm. Ja, okay.
Jedes Mal, wenn ich durchsuchen will, kriege ich einen auf den Deckel oder was? Wow. Ah, da ist schon, okay. Da ist noch ein Turm. Gut. Das kommt davon, wenn man nachladen will, aber auf jemanden zeigt, weil das alles immer... Wie viele Hotkeys hätten sie denn? Ach komm, eins reicht. An der Tür oder was? Ist gekettet. Gut, dann können wir das nicht ändern, dann ist es halt so. Naja, dann bin recht nochmal wieder. Place based bases parts. Here's black order walls. Bases. Based ist es nicht, okay? Parts ist es auch nicht. Place. Hier's. Gott. Zu einfach. Cloud Flasks, Cot. Was? A Rose. Solar Dried Lift Site. A Rose. Cloud. Ist es auch nicht. Scott. Ist es auch nicht. Gott. Bis O war es nicht. Torch. Road Women. Loved. Power Force Alone. Horde. Schön, dass das alles mit O ist. Power. Gut. Torch könnte es sein. Road. Könnte es gar nicht sein. Women könnte es auch nicht sein. Loved könnte es nicht sein. Force könnte es sein. Alone könnte es nicht sein. Und Horde könnte es auch sein. Force. Okay, es sind schon drei richtig. Was könnte es dann sein? Horde wahrscheinlich. Bin drin. Mhm. Turmsteuerung. Deaktivieren. Oh, jetzt sind die Türme aus. Protektronsteuerung. Persönlichkeit zum Abwesen oder beschädigt. Ja, dann hier Rechtsvollzug und mach den Beschädigten mal an. Drüben ist einer. Ist er noch da? Ne, ist nicht mehr da. Da ist er wieder. Mhm. Kehre zu Daisy zurück. Wer ist Daisy? Leuchtet es hier. Komme ich auf die andere Seite da drüben rein? Wir müssen natürlich looten, das ist ja klar. Huch. Ach, das war die Ada. Das ist der Scharmützler, mit dem haben wir gar nichts zu tun gehabt. Das ist der normale Supermutant und das ist ein Protektron-Wächter, okay. Und was? 10 Meter Pistol auf Penetrating. Ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz des Ziels. Du Schande, was denn hier passiert? Oh, geil. Eine Minigun. Der Hund hat eine Dinnergabel dabei. Wo geht's dahin? Back Bay. Ja, okay.
Können Sie bitte... Müssen wir doch noch aktiv werden. Hier, die Waffe kann sie wieder haben. Die braucht keiner. Hängt also ganz gemütlich ab. Hilfe. Ja, eine reicht vielleicht. Erinnert Sie das an bessere Tage, Mel? Naja, ich weiß nicht. Bessere Tage fühlt sich das jetzt nicht an. Gut. Dalen. Was immer auch der Dalen hier macht. Ein technisches Dokument. Das ist mal genau richtig hier. Oh ja, dafür auch. Ja, da. So, das war wahrscheinlich wieder zu einfach, fürchte ich fast. Ne, wir haben es geschafft. Das wär's. Will du was? Ja, okay. Curator Givens Terminal. Library Storage Room Key. Na, wir versuchen das erstmal. Schlüssel kann man nicht mehr abgeben. Givens Aufzeichnung, 3.5. Es wird immer schwieriger, aber heute konnten wir ein paar weitere Bücher bekommen. Beim Einscan habe ich gehört, wie Dalen Shelby gesagt hat, wir sollten jetzt einfach die Archive komprimieren und hier verschwinden. Ich habe daran gedacht, ihm ordentlich einen in die Visage zu geben, aber ich verüble es ihm nicht, wenn er die Flinte ins Korn werfen will. Aber es war hart und wir haben so viele verloren, aber das war es wert, oder? Denn wenn wir das auf diesen Maschinen gespeichert wissen... 21.05. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie jederzeit gehen können. Ich zwinge Sie nicht zu bleiben. Wenn Sie nicht an das glauben, was Sie hier tun, dann ist es besser, wenn Sie nicht im Weg stehen. Wenn wir nicht alles sammeln, was soll das dann? 18.06. Wir haben noch ein paar verloren, auch Shelby. Wir werden sie vermissen, aber ich weiß, dass sie es genauso gewollt hätte. Was wir hier tun, ist wichtig. Es sind noch eine Menge Bücher übrig. Dieses Wissen wird allen kommenden Generationen helfen. Es liegt an uns, weiterzumachen. Givens Aufzeichnung, 5.08. Ich komme mit dem Reparieren der Bots nicht mehr hinterher. Die Mutanten schlagen mindestens einmal pro Tag zu. Wenn wir keine Hilfe bekommen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie uns komplett vernichten. Das ist vielleicht meine letzte Aufzeichnung. In diesem Fall bitte ich nur darum, dass die Person, die das hier liest, das Richtige tut. Hilf uns, die auf den Computern im Datenraum gespeicherten Informationen zu schützen. Der Schlüssel für den Lagerraum ist hinter diesem Terminal. Einige nützliche Vorräte gibt es auch. Benutze sie bitte nur, wenn du damit unsere Sache hilfst. Wir lassen den erstmal hier liegen. Es gibt ja auch diese Haarklammerboxen. Curator Givens, okay. Tja. Eine Meistertür. Instant. Andere Seite anscheinend. Noch ein Stück. Jetzt. Wie schön. Was für eine sinnlose Verschwendung von funktionstüchtiger Technologie. Knochensäge, meine Gute. Hier gibt es Steaks, Instamesh, Missile und 38er. Gut, das sind alles Sachen, die wir verkaufen können. Stealth Boy. Noch eine Mine, eine Kronkorkenmine. Hätte die hochgehen sollen? Wer weiß. Das schon. Letzte Relaisspule kippen. Militärisches Klebeband, sehr schön. Technisches Dokument, 2 Bäcker, nichts. Oder irgendwas, ach guck mal. Intelligence Bobblehead. Na also. Man braucht die klügsten Köpfe, um zu erkennen, dass es immer etwas Neues zu lernen gibt. Deine Intelligenz wurde dauerhaft um 1 erhöht, bitte was? Was kann ich hier machen?
Oder den Folder nehmen. Ich kann dem Rechner nichts machen. Halt, warte mal, da liegen Bücher. Sind das diese überfälligen Bücher, die wir zurückgeben sollen? So, hier sind wir ja quasi durchgeschlichen. Drüben. Halt, warte mal, da war was drin. Was ist das? Dandy Boy Äpfel. Noch mehr davon. Hier. Buchrückgabe Terminal. Überfällige Bücher zurückgeben. Für jedes zurückgegebene Buch werden Ihnen 5 Buchrückgabemarken gutgeschrieben. Die Marken können Sie jederzeit verwenden. Möchten Sie Ihre gesamten überfälligen Bücher zurückgeben? Ja, möchte ich. Sehr schön. Marken ausgeben. Was kriegt man dafür? Pre-War, Sugarbombs, Zuckerbomben, Jengels der Mond auf eine Lupe, Pens, Stifte, Lupe, yes. Okay. Gut. Ist wieder zu einfach. Kannst du mir helfen, Ada, wo du gerade da bist? Join Pots East Edge Exit Corn. Exit klingt gut. Ne, nicht ganz. Wie ist es mit Join? Join ist nix, also ist Pots auch nicht. Es könnte East sein. Oder Edge. Ja, ja, gut. East Corn. Wieder East. Okay, dann machen wir gleich mal East. Dann ist es nicht Bär. Ne, doch, Bär könnte es schon sein. Ne, könnte es nicht. Okay, das Ziel, ziellos hilft es auch nicht. Ends, Lots, Das, Sees, Kids, Wood. Es sind nicht so viele. Sees. Ja, Gott sei Dank. Ja, okay, das hilft mir nicht. Okay. Noch ein überfälliges Buch. Nein, das war ein verbranntes Buch. Wo ist das verbrannte Buch? Es ist nicht mit da. Huch. Ja, speichern wäre natürlich eine Idee. Meter in die Richtung. Da drüben ist auch noch was. Ja, die habe ich schon. Hier ist noch ein Buchrückgabe-Terminal. Okay. Ja, mach. Okay, ich kann hier jetzt was unendlich... Was ist denn jetzt mit dieser Mission? Kehr zu Daisy zurück. Gib das überfällige Buch zurück. Wir haben anscheinend noch welches, wahrscheinlich in Sanctuary. Da müssen wir mal hin. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir gehen nochmal zurück nach Sanctuary, gucken, ob wir da noch mehrere überfällige Bücher haben oder was es mit Daisy auf sich hat. Vielleicht erübrigt sich das dann mit der Mission. Tja, alles weiter in der nächsten. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.